Herzogin Meghan, endlich. Der Palast lässt die Bombe platzen. Alle Herzogin Meghan-Anhänger haben endlich Gewissheit. Wie nun berichtet wird, ließ der Palast nun endlich die Bombe platzen und verkündete die süßen Neuigkeiten. Die Windsors sind im Babyfieber. Ende April, Anfang Mai soll das erste Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry das Licht der Welt erblicken. Doch vorab nun die nächsten Neuigkeiten. Herzogin Meghan, ihr letzter Auftritt bei den Commonwealth Day liefern sich die britischen Royals wieder ein Showlaufen der Superlative. Mit dabei, Herzogin Meghan und Prinz Harry. Alle Royalisten hatten nochmal die Möglichkeit, den Babybauch der Beauty zu bewundern. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie nämlich jetzt bekannt gegeben wurde, soll sich die Herzogin nun in die wohlverdiente Babypause zurückziehen. Herzogin Meghan in der Babypause. Schon die letzten Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, wann sich Meghan in die Babyauszeit verabschiedet. Nun die süße Gewissheit. Meghan zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf die bevorstehende Geburt ihres Babys vorzubereiten. So wird es zumindest durch den Fernsehsender ITV berichtet. Der Palast soll die Neuigkeit gegenüber dem TV-Sender bestätigt haben. Bleibt somit nur noch abzuwarten, wann der royale Spross das Licht der Welt erblickt.